Hallo, heute begrüße ich Sie wieder zu gleichmäßig beschleunigten Bewegungen und zwar zu zwei schönen Aufgaben dazu. Ein Überholvorgang eines Autos mit einem LKW oder eine Ampelfahrt mit Beschleunigung. Aufgabe Nummer 4, Auto überholt mit Beschleunigung. Ein Auto, 5 Meter lang, 1500 Kilogramm, befindet sich 40 Meter hinter dem LKW, der selbst 25 Meter lang ist. Beide fahren 80 Stundenkilometer. Nun schert das Auto auf die Überholspur, beschleunigt in 10 Sekunden auf 108 km/h und schert 60 Meter vor dem LKW wieder ein. Wie lange in Sekunden benötigt das Auto für den Überholvorgang? Wie lang ist der Überholweg? Und wie viel Energie benötigt das Auto in Form von Treibstoff, um diesen Vorgang bei einem Wirkungsgrad von 12% zusätzliche Reibung wird hier mal nicht berücksichtigt, durchzuführen? Ja, dann empfehle ich natürlich, entsprechend eine Skizze zu zeichnen. Heißt dann also hier haben wir das Auto 5 Meter lang. Hier haben wir den Abstand zum LKW 40 Meter lang. Hier haben wir dann den LKW selbst 25 Meter lang. Hier haben wir den Abstand zum Auto 60 Meter lang. Die Autostrecke muss ich allerdings nicht bis vorne messen, weil vom Hinterteil bis zum Vorderteil des LKWs ist ja dann die Entfernung, wo er dann einschert, so dass wir hier auf eine Gesamtstrecke kommen von hier bis eben hierhin. Von 5 Meter für das Auto, 40 Meter die erste Strecke, 25 Meter der LKW, 60 Meter vom LKW zum Auto, macht zusammen dann 130 Meter. So, nun rechnen wir die ersten Teilstücke aus. Ich beschleunige 10 Sekunden von 0 auf 28 km/h. Warum dieses? Ich bestimme hier nach der Skizze eigentlich nur immer die Relativgeschwindigkeit zum LKW. Und der PKW hat eine Geschwindigkeit von 28 km/h relativ zum LKW, weil das ist ja die Differenz von 108 zu 80. Damit rechne ich dann, S1 ist 1/2 mal V0 plus VT mal T1, das erste Stückchen. Das ist 1/2 mal 0 plus 28 durch 3,6, weil ich will ja in Meter pro Sekunde umrechnen. Und das Ganze dann mal 10 Sekunden habe ich dann für das erste Teilstück 38,89 Meter. Dann bleibt noch eine Reststrecke von S2 gleich 130 Meter. Das ist ja die Gesamtlänge, die ich zurücklegen muss mit der Relativgeschwindigkeit minus die 38,89 Meter. Das sind dann 91,11 Meter. Diese werden ja relativ zum LKW einfach mit einer konstanten Geschwindigkeit von 28 km/h zurückgelegt. Ich kann also rechnen, S2 gleich V mal T, beziehungsweise S2 durch V gleich T2 sozusagen für das zweite Stück. Damit haben wir dann 91,11 Meter durch 28 durch 3,6 Meter pro Sekunde. Haben wir dann 11,71 Sekunden raus für das zweite Stück. Und da wir die beiden Teilstücke hier zusammenzählen müssen, rechnen wir 10 Sekunden plus 11,71 Sekunden sind dann 21,71 Sekunden als Länge für den Überholvorgang heraus. So, wie lang ist der Überholweg? Jetzt müssen wir natürlich überlegen, hier spielt jetzt nicht mehr die Relativgeschwindigkeit des Autos eine Rolle, sondern die absolute Geschwindigkeit. Denn der LKW bewegt sich ja auch über die Fahrbahn und ich muss mir den Überholweg natürlich entsprechend frei halten. Da würden da sicherlich diese kleinen Stücke da nicht reichen.
130 Meter für einen 80 km/h LKW, das wird nicht funktionieren. So, hier muss ich zwei Teilstücke berechnen. Einmal die Beschleunigung 10 Sekunden lang von 80 km/h nach 108 km/h. Das kann ich ja mit der schönen Formel machen. S1 gleich 1/2 mal V0 plus Vt mal t. Das heißt also 1/2 mal 80 durch 3,6, Umrechnung ja in Meter pro Sekunde dann, und die 108 durch 3,6, auch wieder Meter pro Sekunde, das Ganze mal 10 Sekunden, habe ich für das erste Stück mit dem Beschleunigungsweg 261,11 Meter heraus. So, dann kommt jetzt das zweite Stück. In dem Falle, 108 km/h sind ja 30 Meter pro Sekunde, einfach eben durch 3,6 geteilt. Und das Stück fahre ich ja 11,71 Sekunden lang auf der Überholstrecke. Das heißt also S2 gleich V mal T2. Das heißt also 30 Meter pro Sekunde mal 11,71 Sekunden. Das sind dann 351,3 Meter. So, der gesamte Überholweg beträgt dann hier S gleich S1 plus S2. Das sind dann 261,11 plus 351,3 Meter, sind dann 612,41 Meter, also mehr als ein halber Kilometer lang. Also auf einer normalen Landstraße wird man das nicht hinkriegen. So, und jetzt noch die Energie in Form von Treibstoff, die hier benötigt wird. Aufgepasst, bei einer konstanten Geschwindigkeit verbrauche ich keine Energie. Das heißt also, bei einer gleichförmigen Geschwindigkeit findet keine Energieübertragung statt, weil konstante Geschwindigkeit bedeutet kräftefrei oder energiefreier Raum, beziehungsweise die Energie ist ja in der kinetischen Energie gespeichert. Deswegen rechnet man die Energie vorher im Auto aus mit 1/2 mv² bei eben 80 km/h, also 1/2 mal 1500 Kilogramm mal 80 Meter durch 3,6 Sekunden sind 370.370 Joule. Das wäre die Energie, die vorher in dem Auto drin steckt. So, die Energie, die nachher drin steckt, habe ich ja bei 108 km/h, also Weg hin 2. Das wäre dann 1/2 mal 1500 Kilogramm mal 108 durch 3,6 zum Quadrat, also mv² wieder, sind 675.000 Joule. So, und wenn ich die jetzt von da abziehe, dann habe ich die benötigte Arbeit, die ich von 80 auf 108 steigern will. Das heißt, 675.000 Joule minus 370.370 Joule sind dann 304.630 Joule. Diese muss erzeugt werden durch den Treibstoff. Das heißt, die Arbeit durch den Treibstoff muss dann die kinetische Energie durch den Wirkungsgrad geteilt werden, weil das ist ja die zugeführte Energie W3 und deswegen kinetische Energie durch den Wirkungsgrad. Ist ja auch an sich klar, muss ja größer werden, deshalb bleibt ja hier auch nur die Möglichkeit, durch den Wirkungsgrad zu teilen. Das sind dann 2.538.583 Joule, also etwa 2,5 Megajoule. Und das ist dann die Energie, die der Treibstoff zur Verfügung stellen muss oder die ich mit Hilfe des Treibstoffs zur Verfügung stelle. Wir sehen also, da muss man ganz schöne Menge Energie bringen, um so ein Auto zu beschleunigen. Und deswegen ist bei Beschleunigungsvorgängen ja immer so, dass das Auto dann also auch wohl entsprechend viel Sprit braucht. Kann man dann ganz gut verstehen. Nächste Aufgabe. Ein Auto fährt mit 72 km/h auf eine Ampel zu, die in 105 Meter Entfernung von grün auf gelb springt. Die Gelbphase dauert 5 Sekunden. Nach einer Reaktionszeit von einer Sekunde kann der Autofahrer sich zwischen drei Optionen entscheiden. Erstens mal einfach weiterzufahren, ohne irgendwas zu machen. B.
abbremsen mit der maximalen Beschleunigung von 5 Meter pro Sekunde Quadrat. Das ist also etwas, was die heutigen Autos an sich ganz bequem schaffen. Oder C, beschleunigen auf 108 km/h in 3 Sekunden und versuchen, die Ampel noch bei Gelb zu passieren. Ja, dieses Vorschriftswidrige ist natürlich dann so eine Sache. Bei welchen der drei Möglichkeiten gelingt dem Autofahrer dieses, dass er also die Ampel noch bei Gelb kriegt? Schauen wir uns einfach mal zunächst an, wie das ist mit dem Weiterfahren. 72 km/h, kann ich ja die 72 durch 3,6 teilen, dann habe ich ja auch wieder 20 Meter pro Sekunde. Solche Zahlen treten also auch in den Prüfungen ganz gerne mal auf. So, ich habe einen 105 Meter langen Weg bis zur Ampel. Ich suche die Zeit dafür, die ich dafür benötige. Das heißt also V gleich S durch T, beziehungsweise V mal T gleich S oder T gleich S durch V. Das heißt also zurückgelegte Wegstrecke, das sind die 105 Meter, geteilt durch die 20 Meter pro Sekunde, sind dann 5,25 Sekunden. Das heißt also, ich brauche für die 105 Meter bei 72 km/h 5,25 Sekunden. Das heißt, die Ampel wird aber schon nach 5 Sekunden rot. Das heißt also, da bin ich mit 0,25 Sekunden in der Rotphase drin. Nicht zu empfehlen, weil zu teuer. Ein Monat Fahrverbot und sowas. Mag keiner. Also kann man so nicht machen. Oder ich rechne es. Welche Strecke lege ich denn in diesen 5 Sekunden zurück? Das heißt also V mal T gleich S, also 20 Meter pro Sekunde, mal 5 Sekunden sind dann 100 Meter Weg, habe ich dann zurückgelegt. Daher steht der Autofahrer dann auch 5 Meter vor der Ampel, bevor sie auf Rot springt. Deshalb kann er es natürlich nicht schaffen. Genau dieselbe Variante wie eben, der fährt bei Rot drüber und das ist wiederum nicht zu empfehlen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass er abbremst mit A gleich 5 Meter pro Sekunde Quadrat von V gleich 20 Meter pro Sekunde. Reaktionszeit eine Sekunde zur Verfügung und ich habe noch immer einen Weg von 105 Meter bis zur Ampel. Ja, dann mache ich zunächst mal das erste, S1, V mal T, für den Weg in der Reaktionszeit. In der Reaktionszeit kann ich ja noch gar nicht reagieren. Ich rolle also ungebremst oder unbeschleunigt zur Ampel hin, eine Sekunde lang, mit 20 Meter pro Sekunde. Das sind natürlich dann 20 Meter pro Sekunde mal 1, also 20 Meter für S1. So, dann kann ich bremsen. Das heißt also, ich habe A gleich 5 Meter pro Sekunde Quadrat und ich brauche zunächst mal die Zahl, damit ich auf 0 Meter pro Sekunde abbremsen kann. Das heißt also V gleich V0 minus A mal T, minus ja deswegen, weil ich ja bremse. Das löse ich dann nach T auf. Setze dann die Zahlen ein, 20,0 gleich 20 Meter pro Sekunde, minus 5 Meter durch Sekunde Quadrat mal T. So bringe ich die 20 auf die andere Seite, multipliziere mit minus 1 und dann habe ich 20 Meter pro Sekunde ist 5 Meter pro Sekunde Quadrat mal T. Und dann teile ich im nächsten Schritt durch 5 und dann habe ich T ist 4 Sekunden. Das heißt also, ich weiß hier, Bremsvorgang dauert 4 Sekunden. Und dann kann ich den Bremsweg eigentlich ganz bequem ausrechnen. S2 gleich 1/2 AT Quadrat. Das heißt also 1/2 mal 5 Meter durch Sekunde Quadrat mal 4 Sekunden zum Quadrat komme ich auf 40 Meter. Und wenn ich die beiden Teilstrecken zusammenzähle, dann habe ich 20 Meter plus 40 Meter ist 60 Meter. Habe ich also noch 45 Meter Platz bis zur Ampel. Ich kann ihn also ganz gemütlich ausrollen lassen
Ich habe das sowas von bequem und deswegen gibt es auch diese Ampelzeiten. Das heißt also, diese 5 Sekunden reichen also in der Regel völlig, wenn ich also hier mit einem ganz bequemen Weg bei 70 dann ganz bequem abbremsen kann, damit mir kein Auto hinten drauf fährt. So sind die dann auch gemacht. Und bei einer 70er-Zone ist das also tatsächlich so, dass die 5 Sekunden haben als Gelbphase. Ja, und die dritte Möglichkeit ist dann, das, was so gerne mal gemacht wird, wird einfach mal Gas gegeben. Wenn ich sehe gelb und dann gebe ich Gas, weil ich habe es wieder mal eilig und möchte es noch gerne schaffen. Ja, auch hier ist die Reaktionszeit S1 20 Meter. Das ist die Wegstrecke in der Reaktionszeit, wie wir das ja gerade gerechnet haben. Dann haben wir noch einen Weg in der Beschleunigungsphase. Das kann ich ja dann am besten mal mit dieser Formel ausrechnen. S2 gleich 1/2 mal V0 plus Vt mal t. Also 1/2 mal 72 war ja 20 Meter pro Sekunde. 108 war ja 30 Meter pro Sekunde. Und das Ganze beschleunigt in 3 Sekunden, also mal 3 Sekunden, habe ich 75 Meter. Dann verbleibt noch eine Sekunde, die ich dann mit der Höchstgeschwindigkeit über die Ampel brettere. Das ist dann S3 V mal T, also 30 Meter pro Sekunde mal eine Sekunde sind dann 30 Meter. Wenn ich dann jetzt die Gesamtstrecke zusammenzähle, S gleich S1 plus S2 plus S3 gleich 20 Meter plus 75 Meter plus 30 Meter, dann komme ich denn auf 125 Meter. Und das weiß ich natürlich, weil die Wegstrecke zur Ampel waren ja 105 Meter, bin ich dann 20 Meter weiter hinter der Ampel, wenn die Ampel dann auf Rot springt. Dann habe ich es geschafft. Hat man aber einen Blitzer hinter der Ampel stehen, hat man da leider mit Zitronen gerechnet, weil 28 km/h drüber, das gibt schon ein ordentliches Ticket. Dann ist ja die Frage, ob man da nicht besser gebremst hätte. So, ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Fehlt Ihnen etwas daran oder was könnte man ohne großen Aufwand besser machen? Und falls Sie mehr davon sehen möchten, lassen Sie ein Abo da. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.